Klein City. Hier wohnt Pat und geht gemeinsam mit seinen Freund Sinte in den Superheldenfilm Avengers Endgame. Total begeistert vom Film wollen sie beim Händler Marek einen Infinity-Handschuh kaufen. Es gibt zwei Stück, einen für 10 Euro und einen für 10.000 Euro. Wofür Pat sich am Ende entscheidet, seht ihr in diesem Video. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. So, dann jetzt nochmal ganz schnell hier die Ergebnisse vom letzten Video auschecken. Das sieht auch ganz gut aus. Über 1000 Likes, Leute. Schaffen wir auf dieses Video hier auch wieder 1000 Likes? Das wäre auf jeden Fall mega cool. Lasst doch auch gerne ein Abo da, Leute. Ich sagen, habe ich jetzt die Aufgabe für heute erfüllt. Ich will ja heute eigentlich ins Kino gehen, gemeinsam mit meinem coolen Kumpel Sinte. Der sollte auch schon da sein. Ich check mal ganz kurz hier die Kameras ab. Kamera 1 und... Oh, was macht denn der da? Was macht denn der da? Der schaut sich um. Okay, guckt sich ein bisschen um. Aha. Aber er klingelt noch gar nicht. Will er einbrechen bei mir? Also wenn er einbricht... Ah, doch, er klingelt. Okay, klingelt. So, dann gehe ich mal ganz kurz runter und öffne meinem Kumpel die Tür. So, runter geht's, ab in die Tür. Und so, halli, hallöchen, hereinspaziert. Hi, Pat. Hi. Ja, moin. Herzlich willkommen hier in der guten Stube, na? Hast du die Karten mitgenommen? Welche Karten meinst du denn? Ja, die Kinokarten. Oh Gott, ich bin so ein Tollpatsch. Nein, du hast sie nicht... Also, okay. So, perfekt. Dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal ganz kurz hier mit und wir fahren... Ich fahre mit meinem Auto. Ich habe jetzt wie du vielleicht gemerkt hast, ein neues Auto, ne? Ein Lamborghini. Wie gefällt der dir? Wow. Leute, was ist denn das für eine geile Farbe eigentlich? Leute, schreibt mal gerne euer Lieblingsauto jetzt in die Kommentare. Mein Lieblingsauto ist auf jeden Fall ein Lamborghini oder Porsche. Was ist dein Lieblingsauto? Puh, ich finde auch ein Aventador. Also ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ein Aventador. Das ist auch von Lamborghini. Oh ja, auch mega. Dann steigt mal ein hier in die gute Stube, würde ich sagen. Drin. Ich tank noch mal ganz schnell das Auto hier. Einmal tanken und dann ist der gute Wagen auch vollgetankt. Ich mache noch mal ganz kurz hier das Ganze zu. Ich muss gleich einmal ganz kurz das Garagentor zumachen, sonst kriege ich vom Papa Ärger. So, einmal hier zumachen. So, und dann haben wir das auch hier zu. So, Leute, dann fahren wir jetzt einfach mal ins Kino. So, Heilige Makrele, wie schnell fährst du denn? Einmal jetzt hier geradeaus, jetzt einmal hier rechts um die Ecke. Und das war zum Shop. Ne, zum Shop müssen wir noch gar nicht, ne? Oh, das ist super. Au! Ey! Das kann ich erklären. Ich kann das erklären. Das ist nicht. Haben wir Glück gehabt. Da ist alles gut dran. Wir müssen uns beeilen. Komm. Ja, komm, ich komm doch, Patty. Sonst kommen wir noch zu spät ins Kino. Wo ist denn das Kino? Nein, nicht der nächste Kasse. Heilige Makrele. Das ist ja nicht mehr normal. Dann müssen wir, glaube ich, links, in die linke Richtung. Ja, das sollte hier sein. Und ja, Kino, da ist es doch. Da bin ich aus dem Wagen geflogen gerade, hör mal. Okay, Tollpatsch. Dann würde ich sagen, lass uns mal reingehen ins Kino. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier, Moment, ne? Warte auf mich, Pat. Lecker. Ja, es schmeckt ganz gut. So, würde ich sagen, einfach mal hier rein. So, dann würde ich sagen, ich setze mich in die hintere Reihe. Hier so. Ja, komm, hier passt das so. Ich nehme mir dein Plätzchen frei. Oh mein Gott, ja klar. So, Kinofilm beginnt. Ich bin gespannt. Boah, was ein Film, ne? Der war ja mal Hammer. Wirklich, mein Gott, boah. Den kann ich nur jedem empfehlen. Avengers Endgame. Boah, ich wäre auch gern Superheld. Und du? Boah, zumindest irgendwie so Thanos, so ein Handschuh. Kennst du diese Handschuhe? Hast schon mal davon gehört, aber... Ja, ich glaube, ich habe da mal was von diesen Handschuhen gehört. So, Thanos-Handschuhe. Man kann damit angeblich die Zeit kontrollieren. Sollen wir mal beim Händler Marek vorbeischauen? Marek, der Händler? Ja, obwohl du musst nach Hause, oder? Hast nicht gesagt, du musst nach Hause gleich, ja, ne? Ja, egal, sonst zur Not fahre ich alleine dahin. Oh mein Gott, komm, steig ein, das gute Stück hier. Wie findest du eigentlich das Auto? Darf ich auch mal kurz eine kleine Spritze? Wenn du willst, gerne, aber fahr vorsichtig, ne? So, ich steig mal ein. Oh yeah. Ey, du fährst ganz schnell, Alter, du hast mein Auto gegen die Wand! Raus! Du hast mein Auto kaputt gemacht. Nein, hab ich nie. Hier ist ein Kratzer drin. So, einmal hier hoch. Das war's ja noch nie. So, krank. Okay, einmal nach oben hier. So, jetzt war das, glaube ich, in die linke Richtung, oder? Hier war es, glaube ich, in die linke Richtung. Einmal links. Jawohl. Ja, okay. Ja. Dann würde ich sagen, so, schauen wir uns mal ganz kurz um. Ich würde zum Händler Marek gehen, sage ich mal. Wollen wir da hinlaufen? Mein Vater... Lol, siehst du das? Nee. Das ist ein Zeitstein. Was ist ein Zeitstein? Alter, was ist denn? Siehst du das? Warum wird es jetzt auf einmal dunkel? Ja, die Zeit können wir kontrollieren. Coole Rinjo. Warte, nimm das auch mal in die Hand, dann siehst du es selbst. Und? Wow. Lol. Wow. Ist einfach dunkel. Guck mal,
Wie schnell das ist. Alter, gib mir den Stein, gib mir den Stein. Meiner, nein, das ist meiner. Gib her. Du findest mich nie. Gib mir den Stein. Okay, sehr gut. Aua, du brauchst mich nicht noch hauen. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz rein, aber nur über die Garage, weil die Garage ist halt auch offen. So, hier einmal ganz kurz, ne? Und dann hier wieder zu. Mhm. Und jetzt habe ich gehört, dass mein Vater hier irgendwo... Obwohl, hast du Geld? Ja, wie viel brauchst du denn? Ich habe Gold. Ja, so 10 Dollar, glaube ich, oder sowas. Ja, soll ich dir das geben? Ja, gib mal bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der letzte, der 10. Jawohl, okay, dann würde ich sagen, also ich fahre jetzt zum Händler Marek, was du machst, ich weiß ja nicht, aber... Ja, okay, ich mach kurz einen Mittagsschlaf und dann... Und ich geh in dein Jacuzzi einfach okay, rein. Okay, ja, dann geh mal in den Jacuzzi rein. So, ich geh jetzt auf jeden Fall zum Händler Marek, Leute. Oh, ich bin so gespannt auf Händler Marek. Oh, weil hier ist ein Villager, oh mein Gott. So, Händler Marek wird wahrscheinlich die Preise auch nicht so niedrig machen, wenn er sieht, dass ich in so einem Auto ankomme. Eieiei, was ist denn jetzt hier passiert? So, einmal ein bisschen zurückfahren, zack. Und so, dann würde ich sagen, rein in die gute Stube und schauen wir da mal. Aha, Hallihallöchen. Ah. Hallo, Herr junger Mann, was darf's denn sein? Hallöchen, ich habe gesehen, ihr verkauft hier solche Handschuhe. Ich wollte schon immer so ein so jemand sein wie aus Infinity Wars, weißt du, so, so ein richtiger Avenger oder diesen Handschuh irgendwie bekommen. Ja. Habt ihr oben noch mehr? Oder muss ich jetzt aber mal hoch? Bleiben Sie mal hier. Ja, tut mir leid, ich geh zurück. Glaub mir, du bist nicht der Erste, der den Wunsch hat, hier so einen Handschuh zu haben. Ja, guck mal, aber... Nein. Welchen habt ihr denn? Sag doch mal. Hey, sorry. Junger Mann. Ja. Können gleich gehen, ne? Ja, also, ist okay. So erst gar nicht, junger Mann. Ja. Okay, also, was haben Sie denn? Wir haben hier zwei von diesen Handschuhen, die habe ich gekauft damals. Siehst du den hier für 10.000 und für 10 Euro? 10.000? Wie soll man sich denn das leisten? Also, so ein armer Schlucker wie du, da ist mir das klar, dass du es nicht kaufen kannst. Das ist aber frisch hier. So, ey! Also, 10 Euro für so einen kleinen Butschi wie dich. Der für ja, 10 Euro, oder? Nehmen wir mal. Packen Sie mir den einfach hier auf die Kasse. Erst einmal das Geld, junger Mann. Ja, hier haben Sie 1, die Moneten. 2, 3. Das muss ich aber erstmal nachprüfen, ob das auch echt. Da fehlen noch zwei. Ja, jetzt haben Sie es doch. Ist okay. Ja, mal und? Gucken, ob das überhaupt echt ist. Aha. Was macht der denn da? Ist der Spinner eigentlich, oder? Heilige Makrele! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht wahr sein, ein echtes Gold von so einem Jungspund wie dir. Ja. Ja, komm her, nimm den Prügel und dann sieh dich, wie du das Land gewinnst. Landratte. Ey, Alter. Also, okay, ich schau schon ab, ey. Wissen Sie was? Ich fahr jetzt nach Hause. Bleiben Sie Pfeffer weg. Was haben Sie denn da für einen schönen... Ja, bleiben Sie lieber weg da, ne, Sie, Marek. Mann, das kann doch nicht wahr sein, an so ein junger Spur mit so einem geilen Auto, du. Okay, Leute, jetzt bloß keinen Fehler machen, das wird sonst sehr peinlich. So, ich dreh mal ganz kurz hier. So, wo ist denn eigentlich der Sinte, wenn man den einmal braucht, wisst ihr? Das ist unfassbar. Aber ich muss den Handschuh sowieso erstmal aufladen. Ich muss den erstmal mit Wasser aufladen. Und kann ich das hier machen? Das wäre perfekt. So, lade ich mal auf. Ja, ich kann ihn mit Wasser aufladen. Perfekt, Leute. Dann zeige ich euch nämlich, was ich damit machen kann. Ich kann damit nämlich jetzt hier rüberlaufen. Und dann kann ich einfach fliegen. Ah, ich muss erstmal... Okay, ich muss die Fähigkeit wechseln. So, Leute, jetzt aber. Wo ist denn der? Wow! Was machst du denn hier gerade? Wow, ich hast es gesehen? Ich was hab ist diesen. Das? Aua! Nein, geh weg, aufpassen. Ich hab diesen 10. Ich will mich schlagen. Ich hab diesen 10-Euro-Handschuh. Nee. Siehst du ihn doch? Probier ihn auch mal aus. Ich will auch. Damit kannst du ganz, ganz einfach. Ja, du kannst damit fliegen. Alter, pass mal auf! Pass auf! Aber du kannst damit nicht die Zeit. Aua! Alter, gib mir den Handschuh wieder. Ey, gib mir den Handschuh wieder. Oha, das ist ja mal voll coole Renjo, Schweinerenjo. Gib. Mensch, kann doch nicht wahr sein. Ich muss ihn irgendwo lagern, wo es sicher ist. Aber ich habe auch gehört, wir könnten eigentlich mal in den Atomreaktor reingehen. Warte, ich mach das mal ganz schnell. Weil, ich habe nämlich gehört, hier soll es Lava geben. Stimmt das? Ich weiß es nicht, Leute. Weil wenn es dort Lava gibt, dann können wir ganz einfach auf eine Lavaquelle stoßen. Und dann haben wir den Vorteil, dass... Hier ist kein Lava, Leute. Hier ist, glaube ich, kein Lava, oder? Was haben wir denn hier noch? Hier können wir auch... Doch, hier raus können wir Lava ziehen. Aus der Fackel können wir Lava ziehen. Das ist doch sehr gut. Dann gehen wir einmal hier wieder raus. Okay. Und wechseln jetzt mal die Fähigkeit. Denn jetzt können wir sogar noch was anderes machen. Jetzt können wir sogar noch mit Feuerpartikeln angreifen. Wo ist denn der Kollege hier, der alle Sünde? Wo ist denn der? Hinter dir, Mensch. Ach, guck mal jetzt. Aua. Oh nein, du brennst. Ich gehe hier rein. Oh nein. Mach schnell zu. Aua. Oh nein, jetzt bist du hier reingekommen. Jetzt kriegst du einen Knüppel. Bleib stehen. Ich warne dich. Ich will es auch mal haben, einmal. Nein.
Okay, dann hier, nimm. Und lass mich in Ruhe. Warte, oh mein wir Gott, machen das. So was Cooles wir machen ich das ja noch anders. Nie. Wir machen das anders. Ich hole mir jetzt den Handschuh für 10.000. Ich nehme einfach den Vorrat von meinem Vater. Du musst Geld haben. Ja, warte hier. Gehen wir mal runter. Guck mal, das ist die geheime Chest hier. Das muss ich jetzt alles opfern, nur für diesen einen Handschuh. Ne, da guckst du nichts mehr raus. Komm. So. Ich geh jetzt erstmal mit dem Kuh. Ich bin den eh cooler. So, wir gehen. Sollen wir zusammen den kaufen gehen? Obwohl, ja, egal. Dann hau ich ab. Ist mir egal. So, der ist schon weg. Der ist über alle Berge. Hat er aber echt schnell hinbekommen. So, dann steige ich jetzt hier nochmal ganz kurz ein. Und so, Geld habe ich dabei, Leute. Haus ist abgesperrt soweit. Und dann fahre ich mal ganz kurz hier rüber und hoffe, dass Händler Marek dort wieder ist. Ne? Der gute alte Händler Marek. Ich habe jetzt zwar ein bisschen ein schlechtes Gefühl, aber gucken wir mal ganz kurz nach. So. Und Händler Marek, Was macht denn dafür so ein Krach hier, Mensch? Wo ist denn der? Ist der noch hier? Der ist doch gar nicht mehr da, oder? Hä? Mensch, lol! Junger Mann! Ja. Du schon wieder? Ja, ich bin schon wieder da, ganz genau. Was willst du? Willst du das Geld zurückhaben? Ich wollte den anderen Handschuh kaufen. Komm, siehst du, dass du Land gewinnst, Junge. Wie? Warum Land gewinnst? Ich will den Land Handschuh. Gewinnst. Komm jetzt. Gib mir den Handschuh. Hey. Handschuh. Maria, da ist schon keine Handschuh. Hey, warum hast du denn den Handschuh? Maria. Hast du den Sinte geklaut, den Handschuh? Du hast einen Handschuh auf dem Rücken. Was? Ja. Was willst du nur von mir jetzt? Erzieh, dass du Land gewinnst, Junge. Was ist willst du jetzt? War mein Handschuh gefaked? Du hast mir einen Fake verkauft. Gib mir den Originalen hier. Hey, junger Mann! Ja? Ich ruf gleich die Polizei, die örtliche so, Klausi ich an. Ich pack jetzt hier erstmal mein Geld. Nimm das Geld! Ja, oh nein! Den Stein davon nicht bekommen. Ey, gib mir den Stein! Oh, gib mir den Stein! Den Stein will ich haben! Ohren, den Stein! Geben Sie mir den Stein! Hallo! Das kann doch nicht wahr, Steiner! Geben Sie mir den Stein! Hallo! Du das Land gewinnst jetzt, du mein Knüppel. Stein! Lassen Sie meinen Stein hier in Ruhe. Ich, ja, besser ist das. So. Geben Sie mir den. Geben Sie mir den. Ja, geben Sie mir den bitte. Geben Sie mir den Handschuh. Hallo. Ja, komm her. Du kleiner Schmarotzer. Oh yeah. So, Händler Marek, dann würde ich sagen, dann war's das jetzt mit dir, ne? Das weißt du ganz genau. Ja. Möchtest du noch was sagen? Hä, was willst du jetzt von mir? Hast du Angst? Vielleicht kriegst du einen mit dem Knüppel, wenn du dich abziehst. Das war knapp. Willst du einen Knüppel oder was? Ein Amateur. Was habe ich mir da. Warum soll ich da Angst haben vor so einem. Weißt du was? Komm hier. Lolli. Okay, er hat mich beleidigt, Leute. Das war sehr beleidigend. So, Power und. Hey! Bam! Okay, Leute, den haben wir getötet. Perfekt. So, dann fahren wir jetzt hier weg. Und dann zeige ich Sinte meinen neuen coolen Handschuh. Da wird er auf jeden Fall Augen machen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, jetzt einmal ganz kurz nach hinten schauen. Den coolen Handschuh haben wir jetzt auch am Start. Ich fahre den Wagen auch einfach in die Garage rein, würde ich sagen. Und hier rein geht's in die gute Stube wieder. Zack, ein bisschen langsamer werden, ein bisschen langsamer. Oh, nein. So ist okay, ja. So ist perfekt, so mehr oder weniger. Ja. Sollte passen. So, okay. Dann würde ich sagen, guck mal. Tim, siehst du? Ja, siehst du das? Was? Oh, ist das der 10.000 Euro Handschuh, das ist der 10.000 Euro. Ja, genau. Damit kann ich... Gib mir auch mal bitte, Patty. Warte mal. Ich kann sogar damit Leute kontrollieren. Wusstest du das? Nein. Doch. Warte, was kann ich noch damit machen? Die Zeit kontrollieren. Es funktioniert doch gar nicht. Irgendwie das... Ah, ich kann dich einfrieren. Siehst du? Kannst du nicht? Kannst dich bewegen? Ja. Warte, und jetzt? Ja. Hä? Wie geht das denn? Der Handschuh ist fake. Du bist... Weichei. Weißt du was? Tim? Hm? Wir machen jetzt ein Handschuh-Battle. Wo bist du? Der Gewinner bekommt den teuren Handschuh. Ja, wo ist denn der billige? Ja, ich dachte, du hast den. Den hab ich verloren, der ging irgendwie nicht mehr. Was? Dann wurde der doch von Händler Marek geklaut. Ja, egal. Weißt du was? Dann lass uns einfach ein bisschen mit dem Handschuh herumspielen. Ich will den jetzt auch mal haben, Pat. Kann ich dein Auto kaputt machen damit? Nein, jetzt gib mir bitte erstmal auch mal den Handschuh. Ja, dann nimm den Handschuh. Okay. Nimm den Handschuh. So, dann würde ich sagen, haben wir doch... Das war Rache!